Ich möchte mit einer Frage beginnen. Wer von Ihnen glaubt, dass es eine menschengemachte Klimaerwärmung gibt, die bereits jetzt schwerwiegende Konsequenzen hat und weitere weitaus katastrophalere Folgen haben wird und das dringend geboten ist, dagegen einschneidende Maßnahmen zu ergreifen? Ich bitte um Handzeichen. Ich sehe, das ist eine überwiegende Mehrheit. Dieser Satz steht übrigens bereits vorbereitet in meinem Manuskript, denn bereits beim Verfassen dieses Vortrags vor etwa 2 Monaten hatte ich keinerlei Zweifel daran, dass das Ergebnis meiner Abstimmung über diese Frage, die sogar aus 3 einzelnen Fragen besteht, so herauskommen würde. Ich musste mir also kein Alternativszenario für den Fall ausdenken, habe ich auch nicht, dass die Abstimmung etwa 49-51 ausgehen würde oder auch nur 20-80 zugunsten des Klimawandels. Aber nun kommen wir zum schwierigeren Teil, bei dem es zugleich relativ einfach wird, den Advocatus Diaboli zu spielen. Warum also glauben Sie das? Und glaube ich das? Wir haben Bilder von schmelzenden Gletschern gesehen und Berichte über die angestiegenen Meeresspiegel und auch selber immer wärmer werdende Jahreszeiten erlebt. Als Advokat des Teufels gebe ich gerne zu, dass es sich bei diesen Berichten und Bildern keinesfalls um Fälschungen handelt. Das könnte man ja auch noch annehmen. Und ich werde Sie auch nicht mit dem Dauerbrenner der Verwechslung von Wetter und Klima nerven und damit wie trügerisch anekdotische Erinnerungen, zum Beispiel an die guten alten schneereichen Winter der Kindheit, jedenfalls meiner Kindheit, sein können. Aber ich könnte sagen, ja, das passiert, aber das ist eine ganz natürliche Entwicklung im folgenden Sinne. Das Klima hat sich immer geändert. Bullshit, werden Sie zu Recht sagen. Nahezu alle Experten sind sich einig, dass es eine menschengemachte Klimaerwärmung gibt und dass deren Folgen längst sichtbare Fakten sind. Und jetzt wird es tricky. Denn der Advokat des Teufels antwortet, die Fakten lassen sich unterschiedlich interpretieren. Das ist in der Wissenschaft nun mal so. Es existiert kein natürliches Faktum menschengemachter Klimawandel und seine Folgen. Wenn man hier von einem Faktum sprechen will, dann in einem ganz wörtlichen Sinne, dieses Faktum ist etwas Gemachtes, und zwar durch Messungen, durch Modellierungen, durch Simulationen, durch Experimente, durch Beobachtungen, Herstellungen von Korrelationen, was auch immer, eben was auch immer man in verschiedenen Wissenschaften macht. Dass ich hier stehe, das ist ein Faktum in einem anderen Sinne, aber ich würde denken, mit dem Klimawandel ist es wohl etwas komplizierter. Aber, sagen Sie, unterstelle ich jetzt mal, 97% der Wissenschaftlerinnen und der IPCC, und an dieser Stelle unterbreche ich Sie bereits süffisant grinsend, jetzt kommen Sie mit den Experten. Gehören nicht gerade Sie, die Sie immer kritisches Denken und permanente Überprüfung unserer Erkenntnisse fordern, gehören Sie nicht zu den Ersten, die nur grinsen, wenn amerikanische Wissenschaftler wieder etwas herausgefunden haben, das in diametralem Gegensatz zu dem steht, was amerikanische Wissenschaftler ein Jahr zuvor herausgefunden haben? Und kichern wir nicht gemeinsam, hoffentlich, über die Argumentation der evolutionspsychologischen Experten, dass die Ehe oder der Gruppensex oder die Adoption von Kindern durch Schwule oder der Pay Gap zwischen Männern und Frauen ganz natürlich ist, weil all das bei den Bonobos und den Pinguinen auch so vorkommt, beziehungsweise nicht vorkommt und die Evolution das nun mal für uns vorgesehen hat, beziehungsweise nicht vorgesehen hat. Kurz, wer verzapfte nicht größeren Mist als Experten? Und waren es nicht auch Experten,
denen wir die Expertise über die Ungefährlichkeit von Kontergan- und Atomkraftwerken verdanken. Sie merken, dass wir so nicht weiterkommen. Die Berufung auf die Fakten, welche die Wissenschaft herausgefunden hat, bleibt gut gemeint, aber nicht nur wirkungslos, sondern selbst merkwürdig naiv und gutgläubig in der Abwehr von Positionen, die man als klima- oder impfskeptisch und expertenkritisch bezeichnen könnte und die behaupten, die Evolutionstheorie, ich meine jetzt die richtige und nicht die Jordan Petersons oder Rolf Dobellis, sei nur eine Theorie unter anderem. Tatsächlich hat sich die klassische Evolutionstheorie längst nicht als allgemeingültig herausgestellt. Aber herausgefordert wurde sie nicht durch die Theorie des Intelligent Design der Kreationisten, sondern durch die Tatsache, dass die Epigenetik, die beiden Pole Darwin und Lamarck, die mit der Zeit immer weiter auseinandergerückt sind, also wenn Sie Darwin selber lesen, liegt er noch viel näher bei Lamarck, dass die nun wieder vielleicht nicht gerade miteinander versöhnt scheinen, aber doch auch wieder näher aneinander gerückt sind. Das, was ich jetzt nach dieser etwas launigen Einführung im Folgenden erzählen will, zerfällt in zwei bzw. drei Teile. Der erste Teil ist eine kurze Skizze meiner wissenschaftsphilosophischen Position, die nicht wahnsinnig originell ist, und da beziehe ich mich auf etablierte Größen, die man als moderaten sozialen Konstruktivismus zusammenfassen könnte. Der andere Teil besteht aus Überlegungen zum Thema Expertise, die sich einem vor ein paar Wochen erschienenen Buch von Gil Eyal zum Thema The Crisis of Expertise verdanken. Das, jetzt kommt die Unterbrecherwerbung, das erste Buch in einer neuen Reihe mit wissenschaftstheoretischen und kulturwissenschaftlichen Essays ist, die ich herausgebe, also noch nicht herausgeben habe, sondern es fängt im nächsten Herbst an und das in deutscher Übersetzung im nächsten Herbst erscheinen wird. Als ich die Anfrage für diesen Vortrag bekommen habe, waren meine Frau und ich nämlich gerade in New York und sie hat an der Übersetzung gearbeitet und wir haben Gil Eyal auch noch getroffen. Also das war sozusagen eine ganz frische Kiste, als eben diese Anfrage kam. Und wir werden dann im klassischen Dreischritt in diesem dritten Teil sehen, ob und wie sich die beiden vorherigen Teile irgendwie zusammenfügen lassen. Wenn ich irgendwo lese, Wissenschaftler haben herausgefunden, dass, dann weiß ich eigentlich, dass ich nicht weiterlesen muss. Übertrüge man nämlich solche Wissenschaftsberichterstattung auf den Sportjournalismus, müsste man in der Zeitung lesen, FußballerInnen haben Tore geschossen. Und zu hören, etwas sei unwissenschaftlich, ist etwa so klärend wie die Behauptung, dass Hooliganismus nichts mit Fußball zu tun hat. Demgegenüber, und das ist meine Position, gilt es, die Diversität der Wissenschaften, also die verschiedenen, Ligen darf man nicht sagen, weil das hat dann wieder so etwas Wertendes, also sagen wir einfach nur die Diversität der Wissenschaften, gegen die Fankurve des FC die Wissenschaft zu verteidigen. Warum aber liest man und hört man dergleichen, wie die Wissenschaft sagt uns, dennoch in unschöner Regelmäßigkeit? Ich glaube, die Vorstellung, wir lebten in postfaktischen Zeiten und die Wissenschaft habe es einzig mit der Wahrheit zu tun, weshalb wir gegen die Post-Truth-Society einzig noch die Wissenschaft als Retterin anrufen können. Diese Vorstellung entsteht vor allem dann, wenn man seine Zeit vor allem darauf verwenden und verschwenden muss, sich mit Kreationistinnen, KlimaskeptikerInnen und pensionierten Lebensmittelingenieuren herumschlägt, die das Perpetuum mobile erfunden haben und deshalb jetzt von der Großindustrie verfolgt werden. Man könnte diese Vorstellung von Wissenschaft das Galileo-Modell der Wissenschaft nennen. In der Tat heißt ja auch ein beliebtes Wissenschaftsmagazin so.
Die Wissenschaftlerin ist darin ein von der herrschenden Unwissenschaftlichkeit bedrohtes Wesen, das dennoch die Wahrheit sagt. Wobei ja gerade der Fall Galileos dafür auch historisch nicht das beste Beispiel ist. Der Abwehrkampf gegen die Spinner dieser Welt hat den Blick auf die Wissenschaften wieder enthistorisiert, dogmatisiert und unrealistisch werden lassen. Als Freund einer realistischen Betrachtung dessen, was Wissenschaftlerinnen tatsächlich tun, fühlt man sich manchmal, als hätte man es sich zum Hobby gemacht, auf einem Minenfeld Schmetterlinge zu beobachten. Allein die Tatsache, dass man von der Wissenschaft im Singular spricht, statt von Wissenschaften mit sehr unterschiedlichem Vorgehen, zeugt davon. Diesem Verständnis, also diesem ahistorischen Verständnis von Wissenschaft nach, funktioniert das so. Der Wissenschaftler entdeckt etwas unter dem Mikroskop, in der Nebelkammer oder macht ein Experiment und formuliert anschließend dazu einen Satz. Dieser Satz sollte so formuliert sein, dass er a. wahr und b. widerlegungsfähig ist. Worauf sich dieser Satz bezieht, ist ein Faktum und zu diesem gibt es keine Alternative. Auch das ist wiederum mit Verlaub und mit Harry Frankfurt Bullshit. Die Empörung darüber, dass Trumps Sprecherin offenkundige Lügen als alternative Fakten schönreden wollte, ist selbstverständlich berechtigt. Sie hatte leider den unbeabsichtigten Effekt, eine unbeabsichtigte Nebenwirkung oder Kollateralschaden, diese naive Auffassung von Fakten weiter zu stützen. Gerade in den Wissenschaften gibt es nämlich sehr wohl alternative Fakten, und zwar in einem sehr simplen Sinne. Fakten stehen nämlich immer in einem Kontext, zum Beispiel einem experimentellen Kontext und dann wieder in einem Kontext eines Laborexperiments, eines Feldexperiments, vielleicht sogar eines Gedankenexperiments. Also in einem bestimmten Kontext, der ein Faktum zu einem bestimmten Faktum macht. Ein Faktum ist eben kein Elementarsatz wie: der Zeiger meines Messinstruments hat sich auf der Skala nach links bewegt. Fakten müssen präpariert und oder hergestellt werden. Also den Begriff der Präparation kennen Sie aus der Mikroskopie. Ohne Präparation sehen Sie da wenig. Wenn sie nicht einfach nur zusammenhanglose Daten sein sollen. Und selbst Daten müssen in gewissem Sinne präpariert werden. Also wenn Sie an diese berühmten neurowissenschaftlichen Bilder vom Gehirn denken, die uns irgendwie vorgaukeln sollen, wir schauen dem Gehirn beim Denken zu, dann haben Sie es da mit visualisierten, eigentlich mit Diagrammen zu tun, mit visualisierten Daten, die aber eben aufbereitet sind und nicht das sind mal jetzt nackte Daten, wie jetzt der Zeiger hat sich irgendwie bewegt. Und eben auch diese Präparation der Fakten, der Daten, der Aufarbeitung der Daten, das geschieht immer in einem gewissen Forschungskontext. Ein ganz frühes Versprechen von Big Data zum Beispiel war es einmal, dass die Fakten theorielos aus den Daten wie von selbst sich ergeben. Also die Daten sollten für sich selber sprechen. Also die sollten, wenn man nur genug nimmt, gruppieren die sich wie von selbst zu aussagekräftigen Clustern. In der Öffentlichkeit ist daher ein Verständnis von Wissenschaft verbreitet, das gelinde gesagt vorsintflutlich ist. Und ich glaube, es hat da einen Rückfall gegeben. Die späten 60er, 70er Jahre haben einen großen Schub an solchem historisierten Wissenschaftsverständnis gebracht. Aber dieser Rückfall, den ich für vorsintflutlich halte, das ist eine eigentlich unlogische Mischung aus logischem Positivismus und schlecht verdautem Popper. Unlogisch, weil Popper war ja eigentlich sozusagen der Opponent gegen den logischen Positivismus, aber das wird da irgendwie in eins gepackt. Zum logischen Positivismus, frühen 20. Jahrhundert, da wollte man wissenschaftliche Erkenntnisse aus Beobachtungselementarsätzen zusammenbauen.
Was diesen Positivismus logisch machte, war die Forderung, dass diese Sätze nach einer Grammatik der formalen Logik zusammengesetzt werden sollten. Also die Logik sollte die Grammatik für diese Beobachtungselementarsätze sein. Das Problem einer solchen Wissenschaft ist natürlich die empirische Kontextlosigkeit oder vermeintliche Kontextlosigkeit und damit eben auch die Trivialität der Sätze. Der Standardsatz der analytischen Philosophie ist ja der "The cat is on the mat". Und der ist wahrheitsfähig oder eben der hat entweder den Wahrheitswert wahr oder den Wahrheitswert falsch. Aber machen Sie mal aus solchen Sätzen irgendeine Wissenschaft. Also da kommen Sie nicht weit. Also Sie können zwar ganz viele Sachen beobachten, die zwar wirklich wahrheitsfähig sind oder falsifikationsfähig, da kommt Popper dann ins Spiel, aber damit können Sie keinen CERN bauen, damit können Sie nichts machen. Also man hatte das Ideal einer Einheitswissenschaft, der sämtliche Metaphysik ausgetrieben war. Das war ja noch durchaus ein sympathischer Zug. Nur hatte das eben mit realer Wissenschaft nichts mehr zu tun. Poppers Einwand schließlich in der Logik der Forschung von 1935 lässt sich auf einen sehr überzeugenden Punkt bringen. Alle bisherige Verifizierung eines Beobachtungssatzes kann logisch nicht ausschließen, dass irgendwann einmal eine Beobachtung gemacht wird, welche die oft verifizierte Beobachtung widerlegt. Das berühmte Beispiel der weiße Schwan, alle Schwäne sind weiß, dann findet man den schwarzen und schon ist es widerlegt und man kann von vorne anfangen oder man ändert die Definition von Schwan, was irgendwie auch nicht unbedingt sehr fortschrittsträchtig für die Wissenschaft ist. Bei Popper also werden dann aus Fakten Hypothesen, die so formuliert sein müssen, dass sie falsifiziert werden können. Und dieses Falsifikationskriterium zog dann die Demarkationslinie zwischen Wissenschaft auf der einen und Nichtwissenschaft oder Pseudowissenschaft auf der anderen Seite. Und eben wenn Sie heute so in Leserbriefen oder bei Döbeli oder wo immer irgendwas über was Wissenschaft wirklich ist, dann haben Sie immer so eine Mischung aus Wissenschaftler beobachten und dann sagen sie was drüber und das muss falsifizierbar sein und der Rest ist keine Wissenschaft. Also es ist immer diese unfruchtbare Ausscheidung nach bestimmten Kriterien, was jetzt Wissenschaft ist und was nicht. Also auch das kann man sagen, ist nicht unbedingt das, was Wissenschaftlerinnen tagtäglich tun. Sätze aufstellen, die möglichst bald falsifiziert werden können, beziehungsweise immer das, was sie tun, von Nichtwissenschaft zu unterscheiden. Also es ist, oder auch feierabends, anything goes, das heißt jetzt weniger, es ist, beim späten Feierabend heißt es schon eher das, es ist irgendwie alles okay, das teile ich nicht. Aber anything goes ist zunächst mal keine deskriptive, sondern eine deskriptive Angelegenheit. Das heißt, whatever works und dann schauen wir mal weiter. Und so haben viele Wissenschaften über lange Zeit auch immer funktioniert und funktionieren sie noch. Also zurück zum logischen Positivismus. Beides, logischer Positivismus wie der kritische Rationalismus Poppers sind Wissenschaftstheorien, die uns sagen, wie Wissenschaft sein soll. Man könnte sagen, sie sind Teil einer theologisch gesprochenen Wissenschaftsdogmatik. Im gleichen Jahr nun, wie Poppers Logik der Forschung, ist ein anderes Buch erschienen, das man als die realistische Wende der Wissenschaftsphilosophie beschreiben kann. Aus normativer Wissenschaftstheorie, was ist Wissenschaft eigentlich und wie sollte sie beschaffen sein, wird empirische Wissenschaftsphilosophie in dem Sinne, was tun Wissenschaftlerinnen eigentlich tatsächlich, wenn sie Wissenschaften betreiben? Dazu gehört nun, Wissenschaften sind a. historisch und b. soziale Veranstaltungen.
Wissenschaftliche Tatsachen müssen entwickelt werden und das geschieht immer in einem sogenannten Denkkollektiv. Dieses Denkkollektiv ist durch einen gewissen Denkstil verbunden und dadurch gewissen Denkzwängen unterworfen. Diese Zwänge sind aber nicht in erster Linie Beschränkungen, auch das sind sie, sondern sie sind auch der innere Mechanismus dieses Denkstils, um neue Tatsachen zu produzieren. Damit habe ich Ihnen jetzt in 2 bis 3 Sätzen eine Kurzfassung von Ludwig Flecks bahnbrechendem Werk Die Entwicklung einer wissenschaftlichen Tatsache, eben von 1935 gegeben, das damals zwar kurz rezipiert wurde, aber wegen der Kriegszeit, Fleck wurde nach Auschwitz deportiert und sollte dort einen Impfstoff gegen Typhus herstellen. Man sagt, ich weiß nicht, wie verbürgt das ist, dass er da teils Sabotage geleistet hat und wirksamen Stoff nicht für die SS, sondern für Häftlinge hergestellt hat. Nach der Befreiung von Auschwitz hat Fleck weiterhin wissenschaftstheoretisch gearbeitet, aber eben auch als Immunologe. Also Fleck war wirklich beides, also praktizierender Wissenschaftler und eben auch empirisch argumentierender Wissenschaftstheoretiker. Er ist dann nach Jerusalem zu seinen Kindern gegangen und in den 60er Jahren gestorben. Das Fleck-Archiv befindet sich zufälligerweise auch noch ausgerechnet in Zürich bei der ETH. Fleck ist dann irgendwie nicht so richtig zu Ehren gekommen, bis er dann in einer Fußnote von Kuhns die Struktur wissenschaftlicher Revolutionen erwähnt wurde, wo Kuhn sagt, dieser Fleck habe eigentlich ein ganz ähnliches Programm wie er und das bleibt aber dann bei dieser Fußnote. Man könnte sagen, Kuhn, also Sie kennen ja wahrscheinlich den Begriff des Paradigmenwechsels der wissenschaftlichen Revolution. Kuhn ist vielmehr auf der Seite, sagen, wie stürzt sich so ein Paradigma, wie wird ein Paradigma umgestürzt, während dieser Umsturzaspekt bei Fleck eher unterbelichtet ist. Für Fleck ist eben erst das Entstehen eines Paradigmas das Wichtige und darum eben auch die Entstehung und Entwicklung einer wissenschaftlichen Tatsache. Dann in den 80er Jahren ist es zu einer Neuausgabe gekommen und von da an ist der Fleck-Hype abgegangen und ist bis heute nicht mehr abgebrochen, bis auf eben Leserbriefschreiber und Weltwoche-Wissenschaft und die Wissenschaft schert sich nach wie vor ganz wenig um Fleck, aber die schert sich auch um andere Sachen nicht so besonders. Von Fleck stammt auch noch etwas, ein Begriff, den ich interessant finde, obwohl er sehr unklar ist, also ein eher schwammiger Begriff, aber vielleicht gerade auch wegen seiner Unklarheit in vielem nützlich. Diese Präidee ist meint ihrerseits unklare Vorstellungen, die mit einem wissenschaftlichen Faktum nur irgendwie assoziativ verbunden ist. Zum Beispiel die Vorstellung, dass Syphilis durch verunreinigtes Blut entsteht. Das ist, glaube ich, so mittelalterliche Medizin oder frühe Neuzeit. Keine Ahnung, es hat sich, glaube ich, relativ lange gehalten. Nun kann man natürlich, wie das auch eben manche der Wissenschaftsfreunde tun, und sie haben ja auch nicht Unrecht damit, aber nun kann man zum 10.000. Mal herausposaunen, dass in hochpotenzierten homöopathischen Arzneien sich mit nahezu 1000-prozentiger Wahrscheinlichkeit kein einziges Molekül des Wirkstoffs mehr findet und dass ein Mann genauso gut irgendwo am Nordkap ins Meer ejakulieren könnte, um eine Frau mit unerfülltem Kinderwunsch beim Baden im Mittelmeer zu schwängern. Alpamare-Effekt.
Wäre es vielleicht doch etwas klüger, also statt jetzt immer wieder die offene Tür einzurennen, ja, nein, politisch und krankenkassentechnisch ist das ja durchaus auch sinnvoll, aber erkenntnistheoretisch ist es nicht mehr wahnsinnig spannend, die Homöopathie zu widerlegen. Wäre es vielleicht klüger, sich mit Hahnemanns Individualisierung des Krankheitskonzepts zu beschäftigen? Also das ist ja auch etwas, was eben zum Beispiel in der personalisierten Medizin wieder auftaucht, also dass es eben nicht eine Krankheit als unabhängige Entität gibt, sondern als eine Krankheit ein besonderer Dysfunktionszustand eines Individuums ist. Wie weit das trägt und keine Ahnung, aber es wäre immerhin mindestens historisch interessant. Aber da es eine Präidee ist, heißt das nicht, dass man jetzt, es bringt nichts für eine genetisch inspirierte, individualisierte Medizin, jetzt mit der Lupe bei Hahnemann nachzuschauen, so wie man früher in der Scholastik in der Bibel und bei Aristoteles nachgeschaut hat, was da noch alles rauszuholen ist. Aber man kann sagen, es verhält sich zu solchen Konzepten eben wie eine Präidee. Von der Impfung mal ganz abgesehen. Impfgegner sind vielleicht schlecht beraten, sich ausgerechnet auf die Homöopathie zu beziehen, weil das Prinzip mit wenig vom Gleichen das Große irgendwie zu heilen, ist ein homöopathisches Prinzip, was natürlich mit Homöopathie nichts mehr zu tun hat. Aber ich sage es nur, um Ihnen zu veranschaulichen, was man sich jetzt vielleicht unter solchen Präideen vorstellen kann. Aber das war ein Exkurs. Also diese von Fleck inspirierte Art, über Wissenschaften nachzudenken, die verhält sich eben zur normativen Wissenschaftstheorie wie die Religionswissenschaft zur Theologie. Sie betrachtet nämlich konkrete und verschiedene Praktiken in verschiedenen Wissenschaften. Man könnte, das ist jetzt mein Begriff, von einem Realistic Turn in der Wissenschaftsphilosophie sprechen. Und auch, es hat ja vorher auch so etwas wie Wissenschaftssoziologie gegeben, aber eben eher von marxistischer Seite. Da ging es immer eher darum, sozusagen die verborgenen, das war so eine Hermeneutik des Verdachts, die verborgenen Interessen in der Wissenschaft aufzuzeigen. Also sagen, man kratzt irgendwie an dem, was die bürgerliche Ökonomie gesagt hat, und dann hat man entlarvt, dass es eigentlich die kapitalistischen Verwertungsinteressen dahinter sind. Und das ist nicht diese Art von Realistic Turn, sondern das ist eben, man guckt tatsächlich in den Laboren, was machen die Leute da eigentlich. Oder wie ist der Weg vom Labortagebuch bis zur Publikation? Welche Schritte? Wie erfindet man überhaupt Experimente? Wie setzt sich Pasteur gegen Koch durch? Und so, also solche Fragen werden da verhandelt. Und dann sieht man eben, dass Wissenschaften nicht in erster Linie Wahrheiten absondern. Dabei ist klar, dass man Laborbücher und Zitate nicht fälscht, aber das ist an und für sich noch kein Ziel, das ist eine Voraussetzung für gute, funktionierende Wissenschaft. Aber sobald eben in Wissenschaften Neuigkeiten produziert werden, sind eben diese Kategorien wahr oder falsch kaum noch sinnvoll anwendbar. Da geht es eben nicht Katze auf der Matte, sondern da geht es darum, wie interpretiert man einen Niedel, das ist jetzt Pasteur, ich kenne mich zwar auch nicht wahnsinnig gut aus, aber wie interpretiert man irgendwie so einen komischen Niederschlag am Boden des Reagenzglases? Ist das irgendwie ein Artefakt durch Verunreinigung oder ist es gerade das, worum es dann geht und wodurch sich dann Pasteur gegen Koch durchsetzt. Eben wahr und falsch werden sie erst dann wieder, wenn sie bereits zu Lehrbuchwissen geworden sind, das zwar meistens wahr ist, aber für die Wissenschaften und Wissenschaftenpraktizierenden selber nicht mehr gerade besonders prickelnd. Für die Schule oder das Begleitbuch zum Kosmos-Experimentierkasten ist das prima, wenn ein Satz wahr ist. Denn in der Schule werden
Experimente reproduziert. Es wäre, man würde seine Kinder ungern weiterhin in die Schule schicken, wenn da was Neues produziert würde, weil dann weiß man eben nicht so genau, was rauskommt. Es werden eben nicht neue Fakten produziert. Und wie gesagt, es wäre nicht wünschenswert, dass ein Schulexperiment überraschende Resultate zeitigt. In den Laborwissenschaften ist das genau der Sinn der Experimente. Vielleicht erinnern Sie sich an diese CERN-Geschichte, wo es irgendwo aussah, als ob ein Proton schneller als das Licht unterwegs gewesen wäre. Also ich, korrigieren Sie mich oder lassen Sie es hoffnungslos, weil ich kann mir das eh nicht merken, weil es geht nämlich nur um die Tatsache, es hat sich dann hinterher herausgestellt, das war irgendwie ein Glasfaserkabel, was falsch verdrahtet war oder keine Ahnung, aber das wäre natürlich interessant gewesen. Also in der Schule wäre das eine Katastrophe, hätte man sagen können, ja, nee, das müssen wir normal machen, das kann ja gar nicht sein. Im CERN muss man das dann auch nochmal machen, aber es wäre gerade interessant, wenn es so gewesen wäre, dass eben ein Teilchen sich unter bestimmten Bedingungen schneller als das Licht bewegen kann. Also den Physikern kann man wirklich glauben, dass sie ein Interesse daran haben, immer wieder nochmal von vorne anzufangen und gute alte Wahrheiten über den Haufen zu schmeißen, weil das wirklich spannend wäre. Also das heißt, man experimentiert, um unter kontrollierten und kontrolliert variierten Bedingungen Überraschungen zu produzieren. Natürlich sollten auch die Überraschungen nicht allzu groß sein, weil dann kann man wiederum davon ausgehen, dass man irgendwas falsch im Experiment gemacht hat, also wenn es so ganz anders rauskommt. Die Trennung von Forschung und Lehre, die Einrichtung von Lehrinstitutionen für angewandte Wissenschaft unterstützen die Illusion, also ich plädiere für eine Umbenennung, unterstützen die Illusion, als gäbe es eben sogenannte gesicherte wissenschaftliche Erkenntnis auf der einen und dann deren sekundäre Anwendung auf der anderen Seite in dieser sogenannten Praxis. Der Fehler an dieser Auffassung von Anwendung ist, also Theorie auf Praxis, als wären nicht Wissenschaften ihrerseits besondere Formen von Praktiken. Und zu dieser Praxis zählen die Technik, aber eben auch Politik. Diese Auffassung, die Wissenschaft sagt, was ist, Politik und Technik machen etwas Rechtes draus, oder am besten wäre es, siehe Klimawandel, wenn die Politik der Wissenschaft aufs Wort folgte, ist etwas simpel gedacht. Anzuerkennen nämlich, dass es, um auf Klimawandel zurückzukommen, dass es eine menschengemachte Klimaerwärmung gibt, ist das eine. Wie jedoch die CO2-Produktion reduziert werden kann oder soll, folgt daraus nicht zwangsläufig. CO2 hat außerdem mehrere Existenzweisen. Als Gas, das in der Natur vorkommt, als von Menschen produziertes Gas, als Folge der kapitalistischen Produktionsweise, als Versündigung gegen die Natur, gut, die Art von Präparation finde ich jetzt weniger interessant, aber es gehört zur Argumentation, oder auch als ein Luxus, den wir uns nicht rauben lassen wollen, weil diese Produktion zu unserem Wohlstand gehört. Also man kann sagen, CO2 existiert als Faktum innerhalb ganz unterschiedlicher Frames, manche mehr wissenschaftlich, manche mehr, ich weiß auch nicht was, aber auch durchaus im wissenschaftlichen Sinne in unterschiedlichen Frames. Also man könnte sagen, es existiert in Gestalt verschiedener alternativer Fakten, die auch miteinander verknüpft sind oder auch verknüpft werden sollen. Das ist ja gerade auch der Witz von Transdisziplinarität, aber die man nicht einfach aufeinander reduzieren kann. Das heißt eben, Fakten sind keine Puzzlesteine für ein künftiges Weltbild oder eine gar definitive Weltformel. Die Forschung zum Beispiel um künstliche Intelligenz ist ein Beispiel dafür, dass die Vorstellung einer Wissenschaft, die Fakten findet und dann Erkenntnisse formuliert, die schließlich technisch umgesetzt und angewendet werden, ihrerseits ein großer Fake ist. Jörg Reinberger,
war mal Direktor des Berliner Max-Planck-Instituts für Geschichte, Philosophie der Wissenschaften, hat die Begriffe des epistemischen und des technischen Dings, Objekts, geprägt. Etwas simpel gesagt, ein Higgs-Boson ist ein epistemischer Gegenstand. Man versucht, etwas darüber hinauszufinden. Das CERN selber ist ein technischer Gegenstand. Aber das ist keine absolute Entgegensetzung, denn viele technische Gegenstände waren früher selber einmal epistemische. Zum Beispiel die Protonen, mit denen man heutzutage technisch, als technische Gegenstände, ein Atom beschießt. Und gerade in der Forschung um die künstliche Intelligenz wechseln die Dinge immer wieder ihren Status zwischen epistemischem und technischem, herrscht ein produktives und bunteres Kuddelmuddel zwischen beiden. Wissenschaftlichkeit hingegen ist das Uninteressanteste, das Wissenschaften produzieren. Und je reiner die Fakten sind, desto trivialer sind sie auch. Das war jetzt im Schnelldurchgang der erste wissenschaftsphilosophische Teil. Wir können in der Diskussion da auch noch drauf zurückkommen. Ich komme jetzt zum kürzeren Teil, nämlich zum Teil über die wissenschaftliche Expertise. Die Krise der Expertise, auf Deutsch reimt sich das so blöd. Hier auch zunächst ein Schnelldurchgang. Wir sind zurzeit eben mit einem widersprüchlichen Befund konfrontiert. Vom Tod der Expertise, es gibt einen Buchtitel, der so heißt, zu reden, scheint etwa so plausibel wie auch die entgegengesetzte Diagnose, die auch immer wieder gestellt wird, dass wir nämlich in einer Expertengesellschaft leben. Zum einen gibt es genügend Erfahrungen, die den Wissenschaftsskeptikern, den Impfverweigerern, den Brexit-Politikern und Donald Trump recht zu geben scheinen. Wann wären all die Experten, von denen wir umzingelt sind, jemals mit ihren Prognosen richtig gelegen? Haben die Ökonomie-Expertinnen die Finanzkrise von 2008 etwa kommen sehen? Standen die Pharma-Experten nicht immer schon im Sold der Pharmaindustrie? Und sollen wir uns jetzt auf die Ökonomen verlassen, wenn es um die Folgen des Brexit geht, also kurz Fuck you, Experts? Die andere Seite, wem sollen wir denn Glauben schenken, wenn nicht den Experten? Etwa Trump, dem notorischen Lügner, oder Johnson, dem bösartigen Politclown, oder den Physikkenntnissen Roger Köppels? Expertise ist also nötiger denn je. Wir merken das allein schon dann, wenn wir versuchen, ein Auto von heute zu reparieren. Wir kriegen nicht mal mehr die Glühbirne drin gewechselt. Wir stecken also hinsichtlich der Expertise in einem furchtbaren Dilemma, das sich nicht einfach lösen und auch nicht so einfach mit der Berufung auf Fakten lösen lässt, aber doch überschaubarer machen lässt, wenn wir etwas darüber nachdenken, wie Wissenschaften und Expertise eigentlich miteinander verknüpft sind. Die klassische Trennung von Wissenschaft und Politik, also vergleichbar der Trennung von Sein und Sollen, die Max Weber gefordert hat, die Wissenschaft sagt, was ist, die Politik sagt, was wir tun sollen, ist eben unrealistisch gegenüber den Problemen, mit denen wir zu tun haben. Eyal schlägt dafür ein Bild vor, das die Dilemmata, mit denen wir zu tun haben, gut veranschaulicht. Das ist das Bild einer dreispurigen Autobahn. Auf der langsamen Spur befindet sich die sogenannte Grundlagenforschung. Sie steht in der Regel unter keinem Handlungsdruck, kann ihre Experimente jederzeit wiederholen, auf die Ergebnisse zurückkommen, kann Fragen unentschieden lassen, alternative Modelle vorschlagen, mit zwei verschiedenen Modellen gleichzeitig forschen. Sie genießt also in gewissem Sinne Narrenfreiheit. Auch wenn das manchmal schlecht vorstellbar ist, wenn man so an die milliardenschwere Grundlagenforschung denkt. Auf der schnellen Spur werden unter Berücksichtigung von Forschungsergebnissen Risikoeinschätzungen vorgenommen und Entscheidungen gefällt. Es gibt da Experteninstitutionen wie FDA, Federal Drug Administration, und die entscheiden zum Beispiel über die Zulassung eines Medikaments. Das pure Faktum, dass 999 von 1000 Mäusen zumindest 10 Wochen überlebten, wenn man ihnen die Dosis X des Wirkstoffs Y verabreicht hat, fließen in diese Entscheidungen ein.
Aber die Frage, wie beunruhigend es ist, dass eine dieser 1000 Mäuse vorzeitig starb, welches Rechtsrisiko also vertretbar ist, ist das, was man eine klassische Werteentscheidung nennt. Müssen wir ein solches Risiko in Kauf nehmen, um Millionen von Menschen mit einem neuen Medikament helfen zu können? Aber von denen stirbt möglicherweise auch wieder ein Mensch von 1000. Hier wird also in Echtzeit und in einem Feldversuch experimentiert, ohne dass man das Experiment notfalls auch wiederholen kann. Es kann sich lediglich zeigen, dass eine Entscheidung zu schnell getroffen wurde, denken Sie an Contergan, weil man eben die Nebenwirkungen unterschätzt hat. Man kann aber die Legitimität dieser beiden Spuren der Autobahn kaum bestreiten. Man muss einerseits frei forschen können und man muss andererseits informierte Entscheidungen treffen, denn wenn man keine Entscheidung trifft, ist man eben keineswegs auf der sicheren Seite. Also ein neues Medikament, was eben sehr hilfreich sein kann, nicht auf den Markt zu bringen, ist keineswegs eine moralisch einwandfreie Entscheidung, sondern eben auch sehr zweifelhaft. Jetzt wirklich spannend wird es auf der mittleren Spur, da wo also die schnellen, in einem gewissen Sinne irreversiblen, wenn das Medikament erstmal raus ist, dann passiert da was, auch wenn man es wieder zurückziehen würde. Also wo die schnellen irreversiblen und die langsamen reversiblen einander überholen oder ausbremsen. Dort werden unter anderem Fragen behandelt wie, wem gestehen wir welche Expertise zu? Nicht, wie wird eine Expertin zur Expertin? Wie werden Forschungsergebnisse in institutionelle Expertise umgemünzt? Wer darf für Organisationen wie die FDA oder für eine Sicherheitsbehörde für Atomkraftwerke sprechen? Was gilt die Stimme von Laien, deren Expertise darin besteht, von Entscheidungen betroffen zu sein? Das ist auch in der Psychopharmakologie zum Beispiel immer noch ein wichtiger Aspekt. Was sagen die Schlucken dazu? Wir sehen also, es geht selten darum, dass die Wissenschaft etwas festgestellt hat und dann die Politik in einem zweiten Schritt bestimmt, was nun zu tun ist. Nehmen wir also wieder den Klimawandel. Zum einen gibt es gesicherte Ergebnisse, die auf den menschengemachten CO2-Ausstoß, diesen darauf zurückzuführenden Klimawandel bestätigen. Es gibt aber auch ebenso wissenschaftliche Prognosen hinsichtlich der Wirkungen und Nebenwirkungen von zu treffenden Gegenmaßnahmen. Das heißt also, die Wissenschaft markiert hier keine Außenposition zu dem, was Menschen tun und lassen, sondern sie steckt mittendrin auf der mittleren Spur eben. Also Klimawissenschaft ist, natürlich ist sie auch auf den beiden anderen Spuren, aber da gibt es im Moment Schwerverkehr auf der mittleren Spur von der Seite der Klimawissenschaft. Und damit sind wir jetzt beim dritten Punkt, zu dem ich nur noch ganz kurz etwas sage, dem schwierigsten: Welche Konsequenzen soll man überhaupt daraus ziehen? Anfang der 70er Jahre hat Alvin M. Weinberg den Begriff der Trans-Science geprägt. Und das ist jetzt nicht unbedingt das, was man unter Transdisziplinarität versteht. Er schreibt, viele der Probleme, die an der Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Politik liegen, betreffen Fragen, die wissenschaftlich formuliert werden können, die aber im Prinzip über die Leistungsfähigkeit der Wissenschaft hinausgehen. Ich schlage für solche Fragen den Begriff transwissenschaftlich vor. Einschätzungen extrem unwahrscheinlicher Ereignisse, wie zum Beispiel ein schwerer Reaktorunfall, können niemals mit der wissenschaftlichen Gültigkeit gemacht werden, die man Einschätzungen von Ereignissen gibt, für die es reichlich Statistiken gibt. Also man arbeitet natürlich in der Klimaforschung auch mit statistischen Methoden und Modellen, aber es gibt etwas, was sozusagen die Leistungsfähigkeit der Wissenschaftler, der Klimawissenschaft auch immer überfordert. Man kann sagen, dass bei den meisten entscheidenden Fragen, mit denen wir uns global, politisch und gesellschaftlich herumzuschlagen haben, wir uns auf dem Feld der Transwissenschaft bewegen.
Sehr eindeutig wissenschaftlich lässt sich die Frage beantworten, sollte man nicht vielleicht spaßeshalber mal bei einem Atomkraftwerk die Kühlung weglassen? Aber das sind in der Regel nicht die Fragen, die uns umtreiben. Da geht es nämlich darum, ob Atomkraftwerke nicht vielleicht das kleinere Übel sind, um einerseits einen durchaus zu senkenden Energiebedarf zu decken und andererseits den CO2-Ausstoß durch das Verheizen fossiler Brennstoffe zu vermeiden. Oder, ich fantasiere jetzt einfach wild, wird der Klimawandel vielleicht zur eigenen Rettung, indem er für viel mehr Wind sorgen wird, der dann dafür sorgt, dass der Energiebedarf vollständig durch Windkraftwerke zu decken ist. Das halte ich jetzt also nicht, dass Sie denken, ich erfinde auf dem Küchentisch das Perpetuum mobile nochmal nach. Aber eben, das sind solche Fragen, die von realistisch bis absurd irgendwie reichen, und man kann auch nie sicher sein, dass nicht irgendeine absurde Geschichte tatsächlich dann noch irgendeinen Teil von der Lösung in sich hat. Ich halte das tatsächlich auch für eine unrealistische Spekulation. Nur muss man sich dann wieder fragen, welche Expertise besitze ich eigentlich, um meine eigene Fantasterei zurückzuweisen? Vielleicht hätte ich sozusagen im Blindflug, auch ein blindes Huhn findet mal ein Korn, vielleicht habe ich mal Glück gehabt. Und eben, dann geht es auch nicht mehr nur um technische Fragen, sondern es geht um Fragen, wie ist das eigentlich mit der kapitalistischen Produktionsweise? Kommt sie mit dem Klimawandel an ihr katastrophal natürliches Ende? Oder ist die kapitalistische Produktionsweise die einzige, die uns sozusagen die Werkzeuge liefert, um den Klimawandel zu bremsen? Welche Alternativen haben wir überhaupt? Und das sind Fragen, bei denen wir ganz offensichtlich nicht sagen können, fragen wir doch die Wissenschaft. Wir können nicht mal sagen, fragen wir doch die Wissenschaften. Was auch nicht heißt, wir fragen jetzt ganz irgendjemand anderes. Also es hat irgendwas mit Wissenschaften zu tun, aber es ist keine Frage, die man so stellen und beantworten kann, wie was passiert, wenn wir da bei der chemischen Reaktion die Temperatur um 3 Grad erhöhen. Da wird man in der Regel, wenn man nicht die Stoffe, die man reagieren lässt, ständig auswechselt, wird man da zu irgendeinem Schluss kommen. Was wir jetzt aus diesen Überlegungen lernen können, ist, dass der Verzicht darauf, die Wissenschaft anzurufen, wie Kinder Papa und Mama rufen, wenn sie nicht weiter wissen, dass das eben keineswegs bedeutet, denjenigen das Wort zu geben, welche wieder alle Empirie behaupten, so klar sei das ja alles nicht mit dem Klimawandel, und die Wissenschaftlerinnen widersprechen sich auch ständig. Die Grenzen der Wissenschaft hinsichtlich politischer Entscheidungen anzuerkennen, heißt nicht, sich auf ein Feld zurückziehen, in dem die Wissenschaft nichts zu sagen hätten, oder in einen Ruheraum, in dem man abwarten kann, bis die Wissenschaft dann definitiv etwas zu sagen hat. Diese Transwissenschaft, von der Morvin spricht, hat überhaupt nichts mit Wissenschaftsskepsis oder Unwissenschaftlichkeit zu tun. Sie hat lediglich etwas damit zu tun, wissenschaftlich informierte Entscheidungen zu treffen, die nicht allein wissenschaftlich entschieden werden können. Und damit bin ich am Schluss. Vielen Dank fürs Zuhören.